Das Agrarstudium befasst sich tatsächlich mit den großen Themen wie Ernährungssicherung, aber auch Bodenschutz, Klimaschutz, Gewässerschutz. Es geht also heute nicht mehr nur darum, zu produzieren, Lebensmittel, hochwertige Lebensmittel zu erzeugen. Das ist nach wie vor wichtig, aber wir müssen es heute eben machen im Einklang mit der Natur. Ein Schwerpunkt ist der ökologische Landbau. Und hier an diesem Standort, in diesem Versuch, in diesem Feldversuch, untersuchen wir tatsächlich ökologische Anbausysteme der Zukunft. Studium Agrar- und Gartenbauwissenschaften entschieden, weil ich einfach darüber lernen wollte, was draußen in der Natur passiert. Ich wollte kein Studium, wo man nur drin sitzt, sondern ich wollte diese Vielfalt an Disziplinen, an Chemie, Mathematik, Physik und so weiter, VWL, BWL. Und es baut aufeinander auf, sodass wir dann im dritten und vierten Semester auch viele Wahlfächer dazu nehmen können. Und dann kommt es halt auch auf die Tierernährung drauf an. Dann haben wir Futtermittelkunde. Man kann ökologischen Landbau noch hinzunehmen, also das, was einen wirklich interessiert. Die Verbindung zwischen Praxis und Theorie im Studium. TUM bietet hier auch sehr viele Exkursionstage, die sich mehr auf die Praxis beziehen, aber auch das 8-wöchige Praktikum, das wir selbst wählen können. Konnte ich durch die TUM Landwirtschaft weltweit live miterleben, von Zentralamerika bis nach Sibirien. Und zum Beispiel in Guatemala, also Zentralamerika, habe ich mein 8-wöchiges Praktikum absolviert. Sehr vielfältiges Studium mit sehr breiter Ausrichtung. Das heißt, wir haben von den Naturwissenschaften über Wirtschaft, Technik, alle Aspekte in dem Studium abgedeckt. Man sollte natürlich Interesse an biologisch, technischen und organisatorischen Fragestellungen und dem Gesamtsystem mitbringen und das Interesse irgendwie an Forschung und Innovation teilzuhaben. Ich habe nach dem Abi nicht recht gewusst, in welche Richtung es gehen soll. Und dann habe ich ein freiwilliges wissenschaftliches Jahr gemacht an der Uni in Oldenburg. Da gibt es leider nichts zum Studieren. Und ich wollte auch ein bisschen was mit Tieren machen. Das ist da auch nicht so möglich. Und dann hat eine Freundin aus Österreich mir empfohlen, dass es diesen Studiengang gibt und bin hergezogen, extra fürs Studium. Mit dem Bachelor Agrar- und Gartenbauwissenschaften stehen dir ganz viele Wege offen. Da der Fächerkanon ja so breit ist, also von Ökologie, von Ökonomie über naturwissenschaftliche Fächer und auch agrartechnische Fächer, gibt es also ganz viele berufliche Perspektiven. Zum einen qualifiziert der Bachelor natürlich für ein nachfolgendes Masterstudium, aber du kannst auch direkt ins Berufsleben einsteigen. Und hier gibt es die Möglichkeiten, in die Entwicklung und Produktion von pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln einzusteigen oder in diese Berufsfelder nachwachsende Rohstoffe. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema geworden, auch Naturschutz, Umweltschutz. Ich bin mir sicher, dass du da deine persönliche Nische findest mit einer interessanten Tätigkeit, die dich glücklich macht. Also wenn Sie sich für Agrarwissenschaften interessieren, kommen Sie nach Weihenstephan an die Technische Universität. Sie haben hier exzellente Ausbildungsmöglichkeiten und gute Zukunftsperspektiven.